Boah, ich finde das super spannend. Das grad, du hast es genommen, wenn du eins genommen hast. Guten Morgen, Internet! Sebastian, es ist wieder Sonntag. Yes. Es ist wieder Zeit für Roberts Restaurante. Richtig. Und wir sind wieder dran. Und diesmal hat sich die Redaktion inspirieren lassen von einer amerikanischen Late-Night-Show. Genau. Wir spielen nämlich Eggroulette. Wir werden jetzt 10 abgelaufene Eier auf den Tisch bekommen, beziehungsweise müssen wir leider dafür umbauen, denn davon sind 2 roh und 8 sind gekocht. Die werden wir uns gegenseitig auf den Kopf hauen. Genau, und wer zuerst ein rohes Ei erwischt, der hat verloren. Und dann gibt es eine grausame Bestrafung. Wir haben schon ein bisschen was gehört. Ganz fies. Also guckt auf jeden Fall bis zum Ende. Und dafür würde ich sagen, bauen wir jetzt erstmal um. Bis gleich. Also, es wurde umgebaut. Wir haben jetzt hier vor die Eier, die Teller, wofür auch immer. Vielen Dank. Vielen Dank. So, und wir müssen uns jetzt abwechselnd ein Ei nehmen und uns das an die Stirn hauen. Ich würde sagen, wir machen Ching-Chang-Chong, wer anfängt. Ja. Und wir beenden die Runde. Das heißt, wenn Sebastian jetzt sich anfängt, wie es ja sonst immer ist, nee, andersrum, wenn ich anfange ja, und ich mache mir ein rohes Ei, dann musst du auch noch mal. Das auch noch machen. Ja. Also, es kann sein, dass wir beide bestraft werden. Von daher, lass uns anfangen. Ching-Chang-Stein. Jawohl. So, ich habe verloren. Ich muss mir jetzt das erste Ei gegen die Stirn hauen. Oh, das ist richtig. Tja, ich würde mal sagen, das war nicht roh. Guck mal. Ja. Ich finde auch, du musst dir jetzt ein bisschen doller gegen den Kopf hauen. Ja, ich habe das Gefühl, du hast jetzt einen Vorteil, wenn. Boah, ich finde das super spannend. Du hast es genommen, wenn du eins genommen hast. Ich weiß. Das ist so kalt. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ist das jetzt der Ernst? Ist das jetzt wirklich der Ernst? Ja! Es ist der Ernst! Oh Gott. Also mit so einer kleinen Runde haben wir nicht gerechnet, aber ich find's gerade extrem gut, weil jetzt wird Sebastian bestraft. Ey, ist das wirklich? Das Schöne ist, ich habe angefangen. Das heißt. Ich muss jetzt auch nicht. Ich hab mir so gewünscht, dass du das Ei isst. Ich hab mir so gewünscht, dass du bestraft wirst. Es hat vorher jeder gesagt, dass ich es werde. Ich nehme doch. Oh Gott, ey, ich bin gerade so glücklich. Ich bin gerade so glücklich. Und gleich geht's jetzt erstmal weiter mit einer Bestrafung. Da freue ich mich richtig drauf. Das ist das Highlight des Tages. Der Sonntag hat doch noch was zu bieten. Soll ich jetzt Mülleimer reiern oder was? Können wir noch mal sagen, bitte, wie viel ich jetzt essen, mindestens nur essen muss, dass ich das weiß? Ess doch ein ganzes. Nein, ich möchte das, ich möchte nur das Mindeste. Ich muss es auch wirklich runterschlucken. So, ich bekomme jetzt hier mein leckeres Dinner, weil ich habe ja verloren. Und heute ist ja alles anders. Ich werde nicht bestraft, hoffe ich doch mal, oder? Das sieht doch super aus. Ist doch keine Bestrafung jetzt, sehr oder? Sehr schön, da wurde sich richtig Mühe gegeben. Freust du dich ein bisschen? Ja, ich meine, ein tolles Essen. Soll ich mich neben dich setzen? Ja. So ein bisschen? Ich möchte mich zugucken. So, was hast du mir denn hier Schönes gekocht? Bist du aufgeregt? Mhm. Okay. Also, Trommelwirbel. Das sieht schon mal richtig, richtig schön aus, oder? Ja, passend zu den anderen Eiern, die wir hatten. Jetzt noch ein paar mehr Eier bekommen. Die Redaktion hat was Schönes bestellt und wir haben hier 1000-jährige Eier. 1000-jährige Eier? Die werden mehrere Jahre in einem bestimmten Gemisch eingelegt und da bildet sich dann aus dem Eiweiß und aus dem Eigelb eine schleimige Substanz. Das Eigelb soll wohl auch grün werden, habe ich gehört. Was? Und, aber das ist nicht giftig. Es ist nicht giftig. Wie viel muss ich jetzt essen? Ich muss erstmal. Ich esse jetzt hier nicht alle. Du beißt jetzt einfach mal in so ein Ei rein, würde ich sagen. Also, es muss natürlich vorher geschält werden, klar. Und dann beißt du in so ein Ei mal rein. Yeah.
Immer noch im Mund. Es geht den Eimer links nehmen. Hast du es, schmeckt das? Wie schmeckt das? Das Maul. Schmeckt das gut? Wie es riecht? Sag jahrelang unter der Erde. Oh. Ja, geil. Oh nein! Oh nein! Was? Hast du runtergeschluckt? Sag mal, wie sieht's aus im Mund? Das ist auf der Nase. Ein bisschen Ei. Das hängt gerade zwischen deinen Zähnen. Kannst du mal bitte in die Kamera grinsen? Ich möchte das nicht mehr. Möchtest du es gerne kosten? Dann koste das. Also es schmeckt wirklich ganz, ganz widerlich. So wie es aussieht, so schmeckt es. Ich muss sagen, ich... Wirklich jetzt, wenn ich nochmal die Vogelspinne nehme, fand ich die Vogelspinne so echt ekliger. Ekliger? Ja, aber es schmeckt einfach wie ein vergammeltes Ei gerade im Mund. So richtig ekelhaft. Wenn ihr noch Bestrafungen habt, mit denen ihr uns quälen wollt, schreibt die doch gerne mal in die Kommentare. Ansonsten lasst ein Like da, guckt ein anderes Funkformat und morgen geht's dann wahrscheinlich wieder mit normalen Eiern weiter. Bei Kelly und Stobi. Schönen Sonntag euch noch. Macht's gut. Ciao.